Okay, Leute, fast 3 Wochen lang habe ich eine kleine Pause gemacht, aber ab jetzt geht's weiter. Jetzt gibt's wieder täglich neue Vlogs. Heute geht's nach China und dafür brauchen wir unser Snowboard. Schön, dass ihr es auch so geschafft habt. Guten Tag. Hi Leute. Ja, dein Objektiv sieht ja krass aus. Herzlich willkommen, Mensch, meine Damen und Herren. Okay, kurzer Zwischenstopp in München und jetzt geht's weiter nach Peking. Wie lange fliegen wir jetzt? 9,5 Stunden. 9,5 Stunden noch. Und Zeitverschiebung, Izzy? Ist ein langer Flug, aber ist ganz chillig hier. Ladies and gentlemen, for landing, please put your seat in the upper position and put up the table in front of you. Wir setzen gerade so eine Landung hier in Peking an und es ist so krass, wie das draußen aussieht. Es sind einfach auf einmal die ganze Zeit Wüste und auf einmal fängt es an, die Häuser werden größer und die auf einmal sind da Häuserblöcke mit so richtig krassen Hochhäusern, daneben direkt ein Kraftwerk, die Flüsse sind alle komplett vereist. Sieht echt direkt aus wie so eine ganz andere Welt. Ja, ja. Was für Paläste auch, ne? Teilweise auch Paläste. Ja, das ist krank. China. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Sika Bizzetti und willkommen zum ersten Tag hier vom China Trip. Ich habe nichts verstanden. Diese Sprache ist ja so lustig, ne? Die ist einfach so krass, wenn sie sagt. Das hört sich einfach an, als wäre das so nicht ernst gemeint. Ching ping ping pong. Ich glaube, das darfst du nicht so laut. Ich weiß. Thank you. Na, haben sie dich reingelassen? Ja, hast du es auch bewertet? Bewertet, ja, konnte man, ne? Ja, ich habe bei 5 von 5 würde wieder einreisen. Ne? Sehr gut. Der Flughafen hier ist so groß, bevor wir überhaupt unser Gepäck bekommen, müssen wir erstmal mit dem Zug fahren, der die Schallmauer gerade durchbrochen hat. Ja, das war richtig krass, hat richtig geknallt, ne? Und so noch ein bisschen im Ohr, wie irgendwas rattert jetzt hier. Ja, im Ohr. Ja, irgendwas rattert halt. Also irgendwas im Ohr, das ist halt eine Schallmauer. Ja, Ohr, ja. Keine Ahnung, ob wir noch richtig unterwegs sind, aber uns folgen viele Menschen, ne? Da vorne steht, hier geht's Richtung München. Richtung München? Ja. Da haben wir's. Perfekt. Wir haben unsere Snowboards gesucht und hier sind sie. Extra bereit. Nur für uns.
Ich nehme das. Ich nehme mal. Wir haben es geschafft aus dem riesigen Flughafen raus und sind jetzt hier im Auto unterwegs. Auf dem Weg zum Hotel. Geht es euch gut dahin, ihr seht. Ja, ich habe schon den WLAN-Adapter. Guck mal hier. Sehr gut, so muss das sein. Und wir lernen schon fleißig Chinesisch. Also zum Beispiel die Zahlen, Leute. Ja, 1 bis 10. I, A, Sun, Se, Wu, Leo, Ji, Ba, Deo, Xia. Correct? Is good? I, A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. eigene Handzeichen dafür, ne? Ja, 6 habe ich gesehen. Ist das hier? Krass. Das ist 6. Ja. 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 Die machen alles mit einer Hand irgendwie. Stimmt, voll krass. Ja, habe ich zu Hause mir erst mal gesehen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und du hast gerade noch, was hast du gerade? Einen falschen 100er? Ja, einen falschen 100er, ja. Wir kommen hier relativ oft. Was? Bekommt man, das gibt's hier? Ja, die gibt's hier sehr, sehr oft. Das kannst du erfühlen. Okay. Okay. Du kannst hier, musst den da so im Nacken, wenn du das hier merkst, wie der hier ganz weich ist. Und hier, okay. Oder halt der rauer, meine ich, und das ist normaler. Du merkst den Unterschied. Und ihr denkt, wir werfen hier mit den 100-Dollar-Scheinen hier um uns. Das ist wie viel? 13 Euro? 13 Euro ungefähr, ja. 13 Euro ungefähr. Und eine größere Note gibt es hier nicht. Ja. Aber dafür Falschgeld. Ja, sehr cool. Was war jetzt der Falsche? Ich habe schon vertauscht. Das ist der Falsche hier. Hallo, meine lieben Jungs. So, wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, aber ich habe mein Handy, ich kann raufgucken. Wir haben es 14.55 Uhr nach chinesischer Zeit, anscheinend am 13. Januar jetzt. Mittlerweile, ja, mittlerweile. Wir sind am 12. gestartet, dann sind wir durch die Nacht durchgeflogen. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir vor allem richtig fertig. Drohne lädt auf, Leute. Ich hab mal vor, ich hab die Drohne hier extra. Boah, ich mach schon das Hotelzimmer kaputt. Ich hab extra die Drohne mitgenommen und hoffe mal, dass ich hier in Peking selbst einfach nicht fliege, aber wenn wir ein bisschen weiter außerhalb sind. Vielleicht habe ich eine Chance, auch mal für den Vlog hier was zu filmen. Hab bisher nur mit Cheng ein bisschen privat so ein bisschen rumgespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme, ein paar coole Aufnahmen für euch zu machen. Jetzt brauche ich aber erstmal ein bisschen Schlaf kurz, bevor wir abends nochmal rausgehen. Und ihr bekommt eine kleine Timelapse. Okay, Leute, ihr seht, es ist dunkel geworden. Wir sind einfach eingeschlafen. Ihr habt es wahrscheinlich in der Timelapse gesehen. Auf einmal wurde es dunkel. Und wir sehen uns hier nochmal essen gewesen. Hier vorne, alle zusammen. So, Leute, wir sind wieder hier bei unserem Hotel angekommen. Wir waren jetzt nämlich eben gerade essen mit allen möglichen Snowboardern aus der ganzen Welt. Denn wir sind irgendwie eingeladen worden, wieder von Nitro hierhin, wie auch schon beim Snowtrip, nach Peking einfach. Dann hier findet die Nanjiang Open statt. Ein ziemlich großes Snowboard-Event. Da werden wir am Wochenende sein. Davor gucken wir uns noch ein bisschen die Stadt an. Morgen unter anderem noch die, geht's mal ganz klassisch zur chinesischen Mauer. Jetzt wird das Video noch geschnitten. Und dann ein bisschen schlafen. Morgen um 9 Uhr geht's weiter. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Drückt nach oben, wenn es euch gefallen hat. Checkt auch den Izzy aus. Wo ist er denn? Da? Ich bin hier, hallo. Der vloggt natürlich auch noch ein bisschen. Checkt sein Video aus. Und macht's gut. Ciao.